Sieger! Wettbewerb beendet! Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut. Sprich. Ich begab mich nach Uschitze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und Zeugen loszuwerden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledetschko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Ich habe Neuigkeiten. Streng dich ein bisschen an, Junge. Fragt. Ja, Herr. Gott sei mit dir. Schön, dich zu sehen. Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Du meinst Tinek? Den Sohn des Gerbers? Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Kein Schimmer. Versuch's beim Haus der Seinigen. Allerdings verbringt er kaum Zeit dort. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja. Wir sind ehrliche Leute und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaube, sie heißt Adela. Gott sei mit dir. Ja. Aber, steh nicht so auf meine Brüste. Hey!
Was haben wir Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Hör mal, wenn mir die Aussicht egal wäre, würde ich meine alte. Was kannst du mir über diesen Hinek sagen? Was ich dir sagen kann? Er ist nicht sonderlich beliebt. Keiner will mit ihm reden. Warum nicht? Ich tratsche nicht gern, aber er soll zwielichtige Gestalten kennen. Wie ist der Gerber so, Hineks Vater? Je seltener ich ihn zu Gesicht bekomme, desto besser. Nicht die beste Gesellschaft. Warum wird er eigentlich Stinker genannt? Was denkst du denn? Weil er ein Gerber ist, deshalb. Warum mögen ihn die Leute nicht? Der alte Gerber ist kein einfacher Mensch. Aber ein Sohn sollte seinen Vater nicht enttäuschen. Hinek hilft ihm nicht, weil er immer viel zu beschäftigt ist. Will gar nicht wissen, womit. Und redet wirklich keiner mit ihm? Diese Metze Adela gibt sich natürlich mit ihm ab. Eine Metze? Arbeitet als Zubermädchen im Badehaus. Ist dasselbe. Alles Gute. Was ist das? Hey! Willst du etwas? Pass doch auf! Was starrst du so? Gelder sind für Zahlen im Westen. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Angeblich triffst du dich mit Hinek, dem Sohn des Gerbers. Und wenn schon? Bist hier, um mich zu bekehren, was? Weil ich ein loses Weib bin, das respektable Männer verführt? Himmel, nein! Du scheinst nur die Einzige im Dorf zu sein, die sich mit Hinek trifft. Deshalb habe ich mich an dich gewandt. Wohl wahr. Ich habe ihn schon oft gesehen. Aber ich wüsste nicht, was ich dir über ihn sagen könnte. Wo kann ich Hinek finden? Ich habe ihn seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Er muss sich wieder in den Wald davon gemacht haben. Kommt das öfter vor? Gelegentlich. Was zum Teufel führt er dort im Schilde? Ich weiß nicht. Hör mal, Hinek ist mein Freund und ich muss wirklich wissen, wo er steckt und was er so treibt. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass ich nicht weiß, wo er ist. Also dann geht er wohl bloß in den Wald, um Pilze zu suchen, was? Pilze? Nein. Eher Hasen und anderes Wild. Also ist Hinek ein Wilderer? Keine Überraschung. Nun, er war dem ehrlichen Handwerk nie sonderlich zugetan. Weißt du, wohin genau er geht? Womöglich hat er dir von einem seiner Lieblingsplätze erzählt. Er sagte, dass er ein Versteck im Wald habe. Wo es ist, hat er mir nicht gesagt. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Vor ein paar Tagen. Er kam spät am Abend zu mir. Besoffen. War das ungewöhnlich? Ich habe ihn nie viel trinken sehen. Er kam immer nüchtern zu mir. Also benahm er sich an diesem Abend eigenartig? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er sich vor etwas fürchtet. Er hörte nicht auf zu schwatzen und hatte keine Lust auf... Naja, du weißt schon. Also warf ich ihn raus. Seitdem habe ich ihn nicht zu Gesicht bekommen. Erinnerst du dich daran, was er an jenem Abend sagte? Oh, das weiß ich nicht. Er redete von einem Kerl namens Lubosch, der gestorben war. Und er bedauerte, dass er mitgemacht hat. Sagte aber nicht, worum es ging. Und dass es das Geld nicht wert gewesen ist. Genau. Und dann redete er von dem Geld. Das war sehr merkwürdig. Was hat er über das Geld gesagt? Nur, dass er einen Haufen hinterm Haus versteckt hat. Aha. Was hast du dazu gesagt? Was sollte ich sagen? Er war besoffen. Er faselte, dass ich eine feine Magd wäre und andere Dirnen nicht mal für Geld mit ihm gehen würden. Und wenn ich wollte, könnte ich sogar die Hälfte nehmen und gehen. Oder er würde mit mir kommen und wir könnten heiraten und so. Nichts als Unsinn. Hast du dort nachgesehen? Nein.
Ich habe Besseres zu tun. Bestimmt hat er sich das nur ausgedacht. Wie würde ein Tagedieb wie er schon zu Geld kommen? Ja, ich verstehe. Hat er dir gesagt, wo genau er es versteckt hat? Er sagte, er habe es bei der westlichen Ecke der Häuslerei seines Vaters vergraben. Gut, hab Dank. Noch eine... Was denn? Ist das wahr? Was? Dass andere Dirne nicht mal für Geld mit ihm gehen? Die anderen Zubermärkte sind bieder, also weiß ich es nicht. Ehrlich gesagt tat er mir leid. Die Leute mögen ihn nicht und das nur, weil sein alter Herr ein Griesgram und Gerber ist. Also tat er dir bloß leid? Wir sind beide sowas wie die schwarzen Schafe hier. Mehr ist da nicht zwischen euch? Nein, mehr nicht. Vielleicht denkt Hinek anders. Aber so ist es eben. Mach's gut. Ja. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig Kubilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe, junger Herr. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt.
tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ach. Was? Na, pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend. Und wenn schon. Wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinnik erwartet. Der Galgen. So muss es nicht enden. Wenn Hinnik kooperiert, kann er seinen Hals retten. Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Hinnik verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut. Ich frage beim Gasthaus nach. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinnik hat mir nie was gesagt. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Ich würde mit dir gern über dein... Ich hab viel zu tun. Geh. Und wenn er wirklich tief in den Wald geht, versuch bitte, ihn zu finden. Ja. Gehört, du warst am Neuhofer Gestüt, als das Gemetzel losging. Oh, hör bloß auf. Hey. Was starrst du so? Die Bäder sind für zahlende Gäste und nicht für Lümmel, die einen faulen Lenz schieben. Frag ich mich auch. Gewartet. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Was gibt es Neues in der Gegend? Nicht viel, Gott sei Dank. Ruhe und Frieden sind dieser Tage ein Segen. Ich möchte mich wegen Hinnik erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich hab nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da hab ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinnik. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet.
Mir ist scheißegal, welche Geschäfte ihr beide getätigt habt. Ich werde keinem davon erzählen. Ich will nur wissen, wo sich Stinker aufhält. Was haben unsere Geschäfte damit zu tun, wohin er verschwunden ist? Mehr als du denkst. Wahrscheinlich hält sich Stinker in seinem Wilderer-Versteck auf. Und glaub mir, es war ein leichtes herauszufinden, wer Wild von ihm kaufte. Und es wäre sogar noch leichter, das zu melden. Wildern ist ein Verbrechen. Na gut, na gut. Aber versprich mir, dass du keiner Menschenseele von unserem Handel erzählst. Du hast mein Wort. Gut. Also, was willst du wissen? Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker Wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen. Und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Brich dir aber nicht das Genick. Es ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Wie viel? Nicht viel.
Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Ich wollte nur... Was möchtest du wissen? Noch eine... Was denn? Ich konnte raus... Keine Sorge. Hinek hat viel Schlimmeres am Hals als Wilderei. Und du bist sowieso nicht darin verwickelt, oder? Was? Nein, bin ich nicht. Zeig dich! Es ist Jesus. Wahr, er ging manchmal in die Wälder jagen. Wenn er zurückkehrte, kam er gewöhnlich zu mir. Das ist alles. Woher wusstest du, dass er im Wald war? Er redete immer davon, was er erlegt habe. Und sonst kam er nie zu mir. Schätze, weil ihm einfach das Geld dafür fehlte. Weißt du, wem er das Fleisch verkauft hat? Hat er mir nie gesagt. Aber wem hätte er es schon verkaufen sollen? Dem Schankwirt, schätze ich. Gewiss. Weißt du, welchen Weg er nahm? Zumindest die ungefähre Richtung. Irgendetwas, das mir helfen könnte, es aufzuspüren. Ich möchte meinen, dass er gewöhnlich durch das Holzfällerlager ging. Denn er hat mir immer frisch geschlagenes Feuerholz gebracht. Und seine Stiefel waren voller Späne. Gut, immerhin habe ich einen Anhaltspunkt. Gott schütze dich. Ja. Ja! 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 Ja!
Ja. Ja. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich helfen? Ich suche nach Hinek, dem Sohn des Gerbers. Stinker, jawohl, er taucht ja ab und an mal auf. Wieso fragst du? Ich versuche ihn zu finden. Na dann viel Glück. Was meinst du? Stinker ist wie ein verflixter Igel. Immerzu kraucht er durch den Wald und ist genauso kratzbürstig. Also siehst du ihn oft dort? Mehr so, dass wir ihn nicht sehen. War er vor kurzem hier? Ist ein paar Tage her. Trudelte gegen Abend ein, sturzbesoffen. Vielleicht hat sie ihn irgendwo aufgestellt und er hat sich das Genick gebrochen, was weiß ich. Also ist er in den Wald gegangen? Ja, wie sonst auch. Woher kennst du ihn? Wir haben zusammen bei Janowitz eine Mühle gebaut. Dann ist er verduftet. Ein Jahr später bin ich zum Arbeiten hierher und sieh an, wer da ist. Stinker! Weißt du, was er im Wald so treibt? Einmal darfst du raten. Geld machen. Ist kein Geheimnis, dass er wildern geht. Bei dir klingt das so, als wäre das rechtens. Nein, nicht doch. Ist verboten, das ist mir bekannt. Also ich glaube, er könnte wildern sein. Aber vielleicht ist er nur Feuerholz sammeln. Was weiß ich? Feuerholz, ist klar. Wie ich hörte, hat Hinek irgendwo im Wald ein Versteck. Weißt du, wo es ist? Jawohl, ich glaube, ich war mal dort. Du glaubst? Was soll das heißen? Entweder warst du dort oder nicht. Einmal haben Hinek und ich einen gehoben und uns ist das Bier ausgegangen. Hinek meinte, er habe was in den Wäldern versteckt. Also sind wir dorthin. Kannst du dich an was erinnern? An die Richtung oder den Weg, den ihr genommen habt? Jawohl, das kann ich dir ganz genau sagen. Wir sind vom Rand des Lagers hier über den Pfad bis zum Bach gegangen. Etwas stromaufwärts liegt ein Baumstamm über dem Wasser. Da sind wir drüber und dann einen Hügel hoch zu einem großen Felsbrocken. Und jetzt pass auf. Was? Irgendwo da ist eine Quelle. Jemand hat so eine Art kleines Mühlrad beim Wasser aufgestellt. Tag und Nacht kannst du es klappern hören. Klapp, klapp, klapp. Aha. Danach gehst du an der Quelle vorbei, dann solltest du eine Lichtung sehen. Da ist Hineks Versteck. Ein alter Minenschacht oder eine Höhle. Lebe wohl. Ja. 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 Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Großer Gott, was soll ich bloß tun? Nicht, dass ich von dir irgendeinen guten Ratschlag erwarten könnte. Aber immerhin hast du keine Sorgen mehr. Brauchst du jemanden zum Reden? Mist! Bitte töte mich nicht, ich kann was erklären. Ich werde niemandem etwas verraten, ich schwör's. Ich werde den Mund nicht aufmachen. Ich bitte dich, bring mich nicht um. Ich möchte dich gar nicht umbringen. Du bist keiner von Wichts Leuten? Nein. Wer bist du denn? Ich komme im Namen von Herrn Ratzig Kubilla und Herrn Hanusch von Leipa. Ich untersuche den Überfall auf das Gestüt bei Neuhof. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wenn du auch nur eine Aussicht darauf haben willst, dem Galgen zu entrinnen, schenk rein Wein ein, ja? Himmel, Herrgott, das hat wohl nie ein Ende. Na? Also gut. Euer Überfall auf Neuhof ist wohl nicht ganz nach Plan verlaufen, was? Kommt drauf an, wessen Plan du meinst. Wir waren dabei, um Beute zu machen. Nur Wichts Halsabschneider waren zum Blutvergießen dort. Was meinst du mit Wichts Halsabschneidern? Waren zwei Banden dort, meine und Wichts. Wir sind nur zum Plündern hin, aber die wollten alle abschlachten. Aber als du erkannt hast, was sie vorhatten, hättest du ja nicht mitmachen müssen, oder? Wir haben das nicht gewusst. Nicht mal, dass wir nach Neuhof ziehen würden. Die haben gesagt, wir sollen den Hof im Auge behalten, während sie den Rössern die Kehlen durchgeschnitten haben. Scheiße, war ich wütend. Die Gäule waren das Wertvollste dort. Aber als ich den Mund aufgemacht habe, gab's von Wicht so einen riesen Anschiss, dass mir klar wurde, besser die Klappe zu halten. Und als sie sagten, sie schlagen alles tot, wussten wir, dass es kein Zurück gab. Deine Bande, was kannst du mir über sie erzählen? Wir waren vier an der Zahl. Meine Wenigkeit, Timmy, der hinkende Heinz und Pius Pavel. Manchmal haben wir irgendwo geplündert oder Pilger aufgehalten. Nie was Ausgefallenes, nein. Und dennoch waren es Missetaten. Wer führte euch an? Pius. Er war der Älteste und er besorgte meistens die Arbeit, plante alles und so. Er hat uns auch in diese Scheiße mit Neuhof reingeritten. Was ist mit den anderen? Timmy ist stark wie ein Ochse, hat aber nichts in der Birne. Ein Zaunpfahl hat mehr Verstand als der. Und Heinz, den kannte ich am längsten. War mein einzig wahrer Freund, schätze ich. Wer hat eure beiden Banden zusammengebracht? Ihr müsst euch irgendwie kennengelernt haben. Pius. Er meinte, er hatte einen besonderen Auftrag. Wir werden einen Hof plündern, hat er gesagt. Das war eine große Sache. Immerhin haben wir sonst nur Kinkerlitzchen angestellt. Ab und an mal ein Überfall auf der Straße, nichts Größeres. Als sie uns gesagt haben, wie viel das einbringen kann, konnten wir nicht Nein sagen. Also kannte Pius sie? Ich glaube ja, ich weiß nicht woher. Wir wurden sogar vorab entlohnt. Hätte von Anfang an wissen müssen, dass da was faul ist. Wo ist der Rest der Bande abgeblieben? Du hast Heinz gesehen, oder? So ist es. Aber so nützt er mir nichts. Sag mir, wo ich Pius oder Timmy finden kann. Über Pius weiß ich nichts. Er verschwand im Wald und seitdem habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Timmy wird zur Mühle zurück sein, bei der er arbeitet. Welche Mühle? Die Windmühle, etwas nördlich von Neuhof. Kanntest du einen von Wichts Leuten? Nein, haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor.
weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie. Aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichts Leute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob es da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er in den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich hab ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war es nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein, hin zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichts Leuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt, haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. Hey, hier drüben! Sie ist auf dem Hügel. Hier, wir haben die Höhle gefunden. Haltet die Fresse, sonst hört ihr euch noch. Scheiße. Das sind Wichts, Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Sie sind schon viel zu nah. Wir würden sie niemals abhängen. Mist! Zumindest wissen sie nicht, dass ich hier bin. Zusammen schaffen wir es sicher, sie zu überraschen. Bist du völlig irre? Ich hau ab, bleib hier. Wenn du abhaust, schnappen sie dich und bringen dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Oh, großer Gott. Also gut, vermutlich hast du recht. Hier los. Wer ist da? Was, Sir? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Uah.
Klar. Wer ist da? Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Was ist los? Komm schon! Und? War es das wert? Soll das etwa alles sein? Das ist dein Ende. Ist da irgendetwas? Kommt das dahin? Ich habe noch ein paar Fragen. Was? Wer ist dieser Wicht? Wie sieht er aus? Weißt du irgendetwas über ihn? Hab ihn vorher nie gesehen. Der ist ein Hühne. Sogar seine eigenen Männer scheißen sich vor ihm in die Hose. Kannst du dich erinnern, wie sein Schwert aussah? Nein, war nur ein gewöhnliches Schwert, glaube ich. Warum? Ich glaube, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, diesem Hundesohn über den Weg zu laufen. Und er hat etwas, das ihm nicht gehört. Du kommst mit mir. Herr Ratzig und Herr Hanusch werden dich anhören wollen. Ich vermute mal, ich habe keine Aussicht drauf, dass du ein Auge zudrückst. Warum sollte ich? Ich habe nichts wirklich Schlimmes angestellt und dir alles gesagt. Das kannst du ihnen selbst erzählen und mich hier lassen. In ein paar Wochen schnüre ich mein Ränzel und zieh Leine. Nichts Schlimmes? Wie viele Menschen starben in Neuhof? Die Hälfte der Ställe wurde niedergebrannt. Ich hab niemanden abgemurkst und ich hab auch kein Feuer gelegt. Aber du hattest deine Finger im Spiel und wolltest sie ausrauben. Du hättest sie warnen können. Ich bin kein Heiliger, aber sicher verdiene ich nicht den Strick. Das waren alles die anderen. Da gebe ich einen feuchten Furz drauf. Du warst dort, hast keinen gewarnt und diesen Mördern geholfen, wenn auch nur für kurze Zeit. Du kommst mit mir nach Rathai. Du weißt, dass du mich damit zum Tode verurteilst, oder? Vielleicht lässt Herr Hanusch Gnade walten. Bisher hattest du ja immer Glück. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Alles Gute. Thank you.
Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. Ist das genug? Du bist ein Knauser. Einverstanden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Besen für die Stube! Brechen und hacken! Schaut euch diese Gurken an! Die bleiben den ganzen Winter frisch! Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Sei mit dir. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Was sagst du dazu? Du bist ein Knauser. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Schönen Tag. Auf bald. Zwiebeln, die die stärksten Männer zu